Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Wir sind sehr haarig. Eine sehr haarige Frau. Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Das habe ich eben noch nicht gehört. Ich musste mich lachen und habe weggeguckt. Und da habe ich das... da habe ich das mit den Dingern überhört. Gut, dass ich nochmal drauf geklickt habe. Ich habe genug von diesem Blödsinn. Gib mir den Stein. Niemals. Drohungen helfen dir nicht weiter. Ich kann Karate. Du bist bestimmt ein super Karate-Kämpfer. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich, etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. So? Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Oh Gott. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Rot. Rot. Er trägt meistens rote Kinski Unterwäsche. Kinski hieß er, glaube ich, oder? Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Oh Gott, das weiß ich noch gar nicht. Hieß Kinski. Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater! Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. Oh. Ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Zwei. Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nun den Stein? Noch nicht ganz. Oh Gott. Eine letzte Frage habe ich noch. Was könnte das jetzt sein? Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Buddlerberg? Hä? Falsch! Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Kotfrage. Und du kennst die Antwort? Sicher, Mortimer hat sie mir verraten. Und du hast sie nicht vergessen? Nein. Also, wie lautet die Antwort? 234, natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234, was? Der Professor ist 234 Jahre alt. Damit habe ich deine Frage beantwortet. Habe ich das gefragt? Das kann nicht sein. Mortimer ist am 13. Juli erst 63 geworden. Oh, also, 234, was? Ist doch egal. Oh. Das, ist ja die Quadratwurzel aus 14.412. Nicht mal annähernd. Also... Wie war das mit der 234? Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das ist 42. Das wüsste ich aber. Also, was hat es mit der 234 auf sich? Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234. Das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja... 234? Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach die! Du meinst die 234? Ja, ja genau. Mit diesem, Dings? Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer.
Na sicher! Großartig! Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich! Ich wusste, er hat's verschluckt. Das ist ein Rubin, kein Diamant. Vielen Dank. Gern geschehen. Obwohl, naja, wirklich rot ist es auch nicht, aber sind Diamanten nicht eigentlich immer klar bis durchsichtig? Egal, tun wir den mal da rein und kümmern uns dann irgendwie ums Problem, dass der noch nicht das Licht in die richtige Richtung wirft. Passt perfekt. Perfekter. Jetzt die Frage. Untersucher. Drehen können wir sie nicht, oder? Auf dem Boden an der Figur gibt... Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Kannten wir doch noch nicht. Sorry. Noch weiter. Ein noch. Jawohl. Bingo. Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Ja. Und da ist ein Feuer angegangen dadurch, dass die Teile runtergefahren sind. Und oh, ein Buch. Was es wohl damit auf sich hat. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Oh oh. Diebesschutz. Lauf! Au. Ah! Kapitel 2. In der Stadt. Oh, spielen wir jetzt den kleinen Gnom wieder? Wir erinnern uns. Oder ich erinnere mich. Da wurde er von seinem Weltkriegsopa in die Stadt geschossen. Sind wir wirklich in der Stadt gelandet? Das kann ich mir noch gar nicht glauben. Mit so einem selbstgebauten Fallschirm und so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Na komm, 1% noch. Danke. Ach ja, wir haben den Ring. Ich dachte, er wurde ins Feuer zurückgeschmissen, indem er geschmiedet wurde. Anscheinend doch nicht. Flatsch! Gut, dass wir einen Helm auf hatten, ne? Also, wir sind ja nicht mit dem Rücken gegen die Mauer geknallt mit was weiß ich wie vielen km/h. Aber wir hatten einen Helm auf. Warum schlafst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein. Du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Dir fehlt da so ein Schuh. Nennen Sie mich Herr Unterberg. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Oh. Unterberg. So, so. Wo bin ich? Das ist Seefeld, die schöne Stadt am Meer. Ja. Residenz Seefeld. Des Erzmagiers und Heimat der Seefelds Finsterfieder. Ich glaube, das soll er hier. Seefeld? Dann habe ich es geschafft. Gerade so würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Er ist nicht da. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Sie wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Wenn sie so ist wie du, dann schon. Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften.
Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Mhm. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. So wie die Mumie. Warum tut er das? Wer weiß, wer weiß. Eben, warum denkt er so viel? Er ist ein Magier, der muss doch nicht viel denken. Also, wenn ich so jemanden zum Schutz habe, ne? Ohne Waffen und sitzt auf dem Stein, isst ein Brot und hat nur einen Schuh an, also top. Top Stadtwache. Wow. Ein Höschen. Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Adelsviertel. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Mhm. Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Dachte ich mir schon. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die dann noch leben. Ja, das ist beim Krieg immer so eine Sache. Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Alle mit einem Dessen Schuh. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Herr Unterberg in geheimer Mission. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Oh mein Gott. Oh Gott. Wäre der bei der Bundeswehr, der wäre schon 10-mal nach Hause gefahren worden. Oh Gott. Mit einer persönlichen Eskorte und einem Auftragsschreiben, dass er nie wieder irgendwo in der Armee angenommen werden soll. Ei. Übrigens, ein ganz typischer Held. Kommt irgendwo an, fällt erstmal vom Himmel. Das machen Helden ja meistens. Immer einen dramatischen Auftritt liefern. Und dann, wenn sie sich immer gewünscht haben, Helden zu sein, und werden dann einer, erstmal mit dem Nächstbesten sprechen und sagen, ich bin der Held, ich bin auf geheimer Mission und muss das und das machen. Damit das auch erstmal jeder weiß und jeder dich aufhalten kann. Das sind die besten Helden. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Das sind Informationen, die wir brauchen. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Spinnen. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? In dem Ring. Doch nicht. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. What the fuck? Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Woher weiß er, wie ich meinen Hasen früher genannt habe? Okay, nein, ich hatte nie einen Hasen. Damit müssen wir bestimmt eine Falle bauen. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Also wenn das schadlos ist, dann gute Nacht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist, aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Praktisch für so eine komische Falle, wo wir ein Kaninchen mitfangen können. Wir können